Die Stadt Kalka liegt am Niederrhein und ist eine kreisangehörige Stadt des Kreises Kleve. Direkt am Ortseingang befindet sich ein Park. Von hier aus kann man den historischen Marktplatz in wenigen Minuten fußläufig erreichen. Parkplätze sind vorhanden. Unser Spaziergang verläuft zum historischen Markt, zur Kalkerer Mühle und durch die umliegenden Gassen. Viel Spaß mit den Impressionen! Kalka hat ein mittelalterlich geprägtes Stadtbild und wurde 1230 gegründet. Die Geschichte Kalkas ist schon seit dem frühen Mittelalter eng mit der Geschichte Kleves verknüpft. Sehenswert ist auf jeden Fall der Marktplatz mit den historischen Gebäuden. Kalka hat verschiedene Kirchen. Die St. Nikolai-Kirche mit zahlreichen Kunstwerken stammt aus der Zeit der Spätgotik und der Frührenaissance. Die 1697 eingeweihte evangelische Kirche mit dem Zwiebeldachturm stammt aus dem Jahr 1898. Die Kalkerer Mühle gilt als die höchste voll funktionsfähige Mühle am Niederrhein und verfügt über zwei Mahlwerke. Heute befindet sich in der Mühle ein Restaurant. In den Gassen rund um den Marktplatz sind viele denkmalgeschützte Gebäude zu entdecken. Das Städtische Museum Kalka wurde 1966 gegründet und befindet sich beim gotischen Rathaus. Hier ist eine Gemäldesammlung von Künstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu finden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.